Hat geklappt. Ja. Na gut. Und wie viel haben wir noch über? 30.000, das ist okay. Zum Ring reparieren und sowas ist das absolut okay. Ja, müsstest du sowieso, ne? Einen oder so. Nö, sind alle heile. Sind alle heile? Okay. So, jetzt machen wir Zauberei-Einstimmung. Einmal die Wärme rein. Und einmal... den rein. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder ins Nebelgebiet, wa? Hm. Das sieht schon sehr neblig aus, aber wir müssen dahin. Wir müssen wieder Schlitten fahren. Stimmt. In einem Sarg Schlitten fahren. Ja. So, da wären wir auch schon. Aber an dieser Stelle, liebe Freunde, werde ich einen ganz kurzen Cut machen und wir sehen uns gleich sofort wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit der Rutschpartie hier an und gucken mal, dass wir hier in dem frostigen Gebiet weiterkommen. Yippie. Beim letzten Mal waren wir ja, in der letzten Aufnahmesession waren wir da ja schon gewesen. Das war weniger erfolgreich. Mhm. Aber diese Pferde, die waren auch so nervig, ey. Ja. So, ich gehe erstmal hier gucken, ob da ist noch was. Ich folge jetzt einfach den Sachen, die ich gerade sehe. Da ist noch was. Oder war man, ne, von da kann man nicht, ne? Nein. So, und jetzt? Da ist was. Schattig. Da! Schnell hin, bevor du gleich nichts mehr siehst. Ja, das ist auf jeden Fall mein Plan. Aber was ist das? So, hier können wir schon mal was rufen, das ist schon mal gut. Ah. Wen können wir denn da rufen? Äbtissin Feva. Nehmen wir doch einfach mal mit, die alte Äbtissin. Und wen haben wir da? Wengalskopf. Oh, Wengalskopf. Haben wir den überhaupt schon mal mitgenommen? Nein, ne? Nee. Okay. Haben wir zumindest schon mal Verstärkungen für die Pferdchen. So, jetzt gehen wir da in die Richtung. Ich warte absichtlich immer ein bisschen ab, bis ich was sehe, bevor ich weiterlaufe, damit wir überhaupt wissen, wo es hingeht. Wengal, du störst gerade ein bisschen im Bild. Junge! Mit einem dicken Bumskopf, ey. So, was haben wir denn hier? Einfach ein paar Fässer. Achso, den haben wir schon geplündert. Ja. Okay. Wir müssten theoretisch, wenn ich richtig liege, in die Richtung weiter. Ich warte mal eben den Sturm ab. Da ist das nächste Ding. Da steht einer rum. Dann gehen wir erstmal dahin, weil da liegt auch eine Leiche. Ich glaube, die können wir sogar plündern, wenn wir die noch nicht geplündert haben beim letzten Mal. Pferd. Na, bravo. Ja, er haut wie immer daneben. Oh je. Ja, nee, ist klar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was zur Hölle mache ich denn da? Wieder reinrennen. Oh, der Wengal trinkt, glaube ich, auch was. So. Ah, den hatten wir auch schon geplündert. Das heißt, für uns in diese Richtung weiter. Ein bisschen weiter nach rechts, glaube ich, da steht einer. Und ein Pferd kommt. Ja. Wo ist es? Ja. Da hinten. Häftlingskapuze. Oh, 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 nein, ich wollte doch weg da. Oh. Was? Noch nicht tot? Nein. Oh, oh, da kommt ein zweites.
Wo kommt ein zweites? Da kam auf jeden Fall von woanders auch nochmal Blitze angeschossen. Ja, das waren die Blitze, die das Pferd da geschossen hatte. So, was, jetzt habe ich ein bisschen zurück? Die Orientierung verloren. Da ist die Leiche. Da ist die Leiche, das heißt, in die Richtung müssen wir eigentlich, ne? Links ein bisschen. Ja, ich warte eben, bis das... Oh Mann! Na super. Bis der nächste Bau gehalten. Ja. Oh. Oh. Das ist echt so nervig. So. Kommt jetzt noch ein Pferd oder habe ich jetzt endlich mal Ruhe, dass ich mich hier auf den Weg konzentrieren kann? Das wäre voll toll, wäre das. Voll toll? Ja. Da. Tada! Mann. Das ist echt ein ätzendes Gebiet, ey. Ja, Schneestürme können scheiße sein. Aber mit den Zweien geht das eigentlich ganz locker, wa? Ja, besser wie vorher, ne? Ja, ich denke mal, es wird schwieriger, wenn die zwei Pferde dann kommen, auf einmal. So, auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal hier. So, der ist down. Der ist down. Ach, da ist noch einer. Okay, das hat Vengal gemacht. Der hat, da können wir auch was plündern. Lebensstein, sehr schön. Ich weiß übrigens jetzt mittlerweile auch, was das hier ist. Aha. Das heilt Leben. Ach, das heilt Leben. Wenn man da drin steht. Weil muss man drauf achten hier auf Vengal. Aha. Guck dir mal an, wie schnell das voll heilt. Coole Sache. Mhm. So, als nächstes müssten wir, glaube ich, hier raus. Und ich glaube, waren wir noch bei der nächsten Ruine? Ich weiß es gar nicht. Beim letzten Mal. Ich glaube, auf dem Weg dann sind wir gestorben wegen den zwei Pferden. Na gut. Sollte ja jetzt nicht passieren, hoffe ich mal. Hoffst du? Ja, hoffe ich. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ey, wie lange braucht denn dieser Schneesturm? Mach doch mal ein Loch da. Ah. Da. Das ist richtig, ja. Da laufen noch welche rum. Was denn da hinten? Da steht auch noch einer rum. Hier kann man sogar noch was plündern. Oh, oh, Pferd. Ah, oh, ich hab's doch gehört, das Pferd, das Dreckige. Ja gut, wenigstens schießt das mich nicht an. Drecksack. Ja, nee, ist klar. Warum hast du... Warum hat das Pferd mich eigentlich immer im Visier? Wahrscheinlich, weil seine Helferchen es nicht wirklich registriert. Aua. Oh, auf dem letzten Lebenszug hast du eine gekriegt, ey. So, da in die Richtung müssen wir. Wo ist die Leiche? Da. Glitzerndes Titanit. Na, brauchen wir. Da haben wir auch das nächste Pferd. Weg, weg, ach, du sollst doch weg da. Drecksackspferd. Mal wenigstens kommen wir der Ruine immer näher, während wir kämpfen. Ich dreh gleich durch. Ah. Jawohl. Ja, nee, ist klar. Ein versteinerter Drachenknochen und da kommt sofort der nächste angejuckelt, ey. Danke. Ja, da... Mein Gott!
Jetzt, wo es da geht's weiter. Schnell weiterlaufen. Irgendwer hat wieder getrunken. Das war aber, glaube ich, die Äbtissin wieder, die es mal getrunken hat. Mann. So, ich renne mal ein Stück. Hauptsache, du rennst auch in die richtige Richtung. Ja, ja, sicher. Ich habe mich ja vorher umgeguckt. Ich sehe nichts, wird geil. Hallo? Hä? Ja, siehst du, du bist nämlich... Da. Ich bin dran vorbeigerannt. Ja. Na gut, aber wenigstens haben wir es bis hierhin geschafft. Da, nee, jetzt kommen auch noch normale Viecher. So. Mann. Was ist denn da los, ey? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht gewesen. So, jetzt müssen wir jetzt wieder warten, bis der Sturm vorbei ist. Um zu gucken, wo es als nächstes hingeht. Steht einer rum? Da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das nicht das, wo wir hergekommen sind? Nein, oder? Ich weiß es nicht. Was ist das eigentlich für einer? Keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich lustig. Pferd und ein Gegner? Ja. Oh nee. Komm schon. Sehr schön. Das Geile ist ja immer, du klopfst immer von hinten drauf, obwohl die Viecher auch noch auskeilen, ne? Ja, irgendwas muss ich ja machen. Da kommt schon wieder eins. Ey, das ist doch ein Witz, ist das doch. Klatsch. Ja klar, von hinten keilen die, ist klar. Ja, stand ja auch nur neben dem. Tja, die drehen sich dann auch noch. Da wollten wir hin, ne? Oh Mann. Versteinerter Drachenknochen. Wenn jetzt noch ein Pferd kommt, dann flippe ich aber aus. Und es kommt noch eins. Sag mal, was ist denn hier los? Du kommst dem Stall immer näher. Ja, normal ist das jetzt aber echt nicht mehr. Danke. Hau ab. So. Da war das, ne? Ja. So, schnell in die Richtung. Ist mir scheißegal, was jetzt noch kommt. Und ich glaube, die Ritter umgehe ich dann einfach mal. Och nein, ja, jetzt kommen die zwei. Ja, danke. Ach, danke, Leute, macht doch mal was. Beide zu dir, ey. Oh Mann, ey. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Meine Jungs sind gleich tot hier. Geht's ja ab. Was war das denn jetzt? Hallo. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Wieso hab ich denn die Leute dabei? Wenn die waren mit dem anderen beschäftigt. Ich krieg Kotzen. Dieses scheiß Drecksgebiet. Dabei bei so einer Scheiße kann ich nicht ruhig bleiben.
Ich bin mir auch nicht mal sicher, ob wir da in die richtige Richtung gerannt sind. Das weiß ich aber auch nicht mehr. Nicht, dass das da wieder gewesen ist, wo wir schon waren. Ich warte jetzt den Sturm ab. Heilige Scheiße, geht mir das so schon wie auf den Sack. Hast du den Ring schon gewechselt? Ja, habe ich gerade eben gemacht. Ey, ich hasse dieses Scheißgebiet hier. Vor allen Dingen, die Viecher kommen aus dem Nichts. Da sind nirgendwo Viecher zu sehen. Da müssen wir lang. Boah, da werde ich aggro bei. So, mitnehmen. Mitnehmen. Laufen. Komm, geh weg, du Sturm. Sturm, jetzt geh weg. Sind wir eigentlich schon dran vorbeigelaufen an dem Ding? Jo. Ach, guck mal, da lag noch was an der Wand, habe ich gerade gesehen. Mhm. Ja. Puh, Mann. Dann gehen wir mal eben da noch an die Wand das Ding einsammeln. Ja, du bist ja vorhin nur durchgelaufen. Hm? Du bist ja da nur durchgelaufen und nicht hin. Da ist die Wand. Eben kurz gucken. Da ist halt die nächste Richtung, okay. Mira-Hut. Weiter geht's. Ja, ja, oder auch nicht. Dankeschön. Ey, das geht mir so auf den Sack, ne? Ja. Da ist das Gebäude, das heißt, wir müssen in die Richtung. In die Richtung. So, wir können jetzt aber auch ein bisschen rennen. Hauptsache, wir kommen schnell weiter. Ich muss sagen, ich hasse dieses Gebiet so ein wenig. Pferd. Dankeschön. Gut, dass ich da nochmal geblockt habe. Weg. Oh. So, wo war das Gebäude? Da. Auf da. Mann. Komm schon, muss doch das Gebäude jetzt gerade sein. Nicht, dass du daran vorbeigelaufen bist. Das befürchte ich bald. Ne, da ist es. Mann. So, den wieder verhauen. Den verhauen. Und den verhauen, wenn ich hier dann vorbeikomme. So, jetzt will ich mal eben was machen. Und zwar... deine Leute heilen. Ja. So, einmal mit der Wärme. Das dauert zwar ein bisschen, bis die voll geheilt sind, aber was soll's. Wobei Vengal, ich wollte gerade sagen, Vengal könnte ruhig ins Wasser kommen. Sehr schön. So, wo war das jetzt hier? Das müsste doch gleich wieder vorbei sein, der Sturm. Sturm?
Da war es, ne? Okay. Also wenn du hinter dann davor stehst, brauchst du nicht wieder nach links gehen. Ja doch links. Weil das Gebäude hatten wir dann ja schon. Erde. Ja. Könntest du dich mal auf andere konzentrieren, nicht immer nur auf mich so? Weil ich habe dich noch nicht einmal gehauen. Jetzt habe ich dich gehauen. Boah. Wo ist es? Da. Sehr schön.